Relax the Game, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von... Ja, von was ist das denn? Diesmal geht's nämlich um FNAF und um Poppy Playtime. Nämlich, was ist das bessere Horror-Game-Franchise? Natürlich ist das komplett subjektiv, was euch mehr gefällt. Wenn euch Poppy Playtime mehr gefällt, okay. Wenn euch FNAF mehr gefällt, okay. Allerdings habe ich hier so ein paar Aspekte von beiden Spielen, die sich vergleichen lassen. Natürlich müssen wir beachten, Poppy Playtime ist noch nicht lange draußen und hat erst 3 Spiele auf dem Buckel. Und deswegen ist das Ganze schwierig zu vergleichen. Allerdings hat es mich trotzdem interessiert, hey, wenn ich beide Spiele mal aufs Papier bringe und bei beiden die Vorteile gucke, welches Spiel hat die bessere Story? Viele Leute werden sich hier schon ein bisschen nerven, denn ich würde den Punkt des Gameplays auf jeden Fall an Poppy Playtime geben. Jetzt lass mich erklären, bevor ihr hier die Bude, die da brennt. FNAF ist als Gesamtes, wir müssen halt auch 1 bis 4 bewerten, halt, ne? Hat als Gesamtes eher ein Point-and-Click. Gameplay. Das heißt, ihr klickt irgendwo hin und es passiert was. Es ist jetzt nicht so, dass ihr Free Roam viel hatte. Das einzige Game, was es wirklich geboten hat, war halt Security Breach und FNAF AR so ein bisschen. Und das ist halt ein AR-Game. Das würde ich hier sogar komplett rauslassen, weil das nicht jeder spielen konnte. Und jetzt müsst ihr euch einfach mal vor Augen halten. Alle Poppy Playtime-Spiele sind Free Roam und Poppy Playtime hat einen Multiplayer. Kein FNAF-Spiel hat so einen wirklichen Multiplayer. Nicht mal Security Breach. Und Multiplayer zählt für mich einfach fürs Gameplay mit, dass sie die Möglichkeit haben, mehrere Personen zu spielen. Halt Project Playtime. Und in dem Sinne geht der Punkt des Gameplays auf jeden Fall an Poppy Playtime. Wo Gameplay gibt, gibt es auch Sound. Und bei Sounds sind wir komplett in einer anderen Ecke. Five Nights at Freddy's hat einen der besten Sounds in den Horrorspielen gerade. Period. Kann man nichts dazu sagen. Natürlich hat Poppy Playtime einen extrem guten Sound. Jetzt zum Beispiel in Project Playtime. Ihr hört sehr gut Charaktere, ihr hört Monster. Das hört ihr gut. Allerdings müssen wir ganz ehrlich sein. FNAF 4 hatte den gruseligsten Sound. FNAF 1 schon das erste Spiel, was nicht von einem professionellen Entwicklerteam, also so einem riesigen Entwicklerteam entwickelt wurde, hatte schon echt guten Sound. Und das Ganze verglichen jetzt mit Poppy Playtime, würde ich sogar sagen, dass die FNAF-Serie schon immer einen sehr, sehr, sehr guten Sound hatte. Besonders sowas wie Security Breach, wo ihr überall irgendwas hört von dem gesamten Pizza-Black. In dem Sinne würde ich sagen, dass die FNAF-Serie, also alle FNAF-Spiele, einen besseren Sound haben als die Poppy Playtime-Spiele. Story. Die FNAF-Story ist deutlich deeper, ist versteckter, umfangreicher, hat mehr interessantere Charaktere. Aber nicht jeder feiert diese Art von Storytelling. Meiner Freundin zum Beispiel geht FNAF komplett auf die Keks mit, wie es seine Story erzählt. Sie guckt das Spiel, zockt das und fragt sich am Ende, was habe ich jetzt gemacht? So, und ich so, ja, aber guck mal, da ist das und das, da ist diese Rätsel, da ist diese Insta-Ecks. Und sie fragt mich dann, warum ist das so kompliziert? Ja, und das stimmt. FNAF hat eine komplexe Story. Natürlich ist das cool, wenn ihr hingehen könnt und dann dieselbe herausfinden würdet. Das ist auch das, was mir mehr gefällt. Also wenn ich mich absolut entscheiden müsste, würde ich natürlich den Storypunkt zu FNAF geben. Allerdings hat Poppy Playtime auch eine sehr interessante, eine direkte Story mit vielen coolen Wendungen. Also, dass jetzt hier die Puppe am Anfang böse war, dass die Monster vielleicht nicht alle böse sind, sondern so gemacht wurden, dass es Menschen waren, die Monster ursprünglich. Wie gesagt, viele coole Wendungen in der Spielereihe. Und deswegen muss ich einfach sagen, dass Story ein Punkt ist, den ich nicht bewerten kann. Das heißt, beide bekommen hier einen Punkt, denn manche Leute finden diese eine Art besser, finden die Art des versteckten Lore besser und manche Leute finden es einfach besser, wenn man es einem direkt erzählt. Was ich auch komplett für nachvollziehen kann. In dem Sinne würde ich hier einen gleichsetzen. Grafik. Holy shit. Grafik ist auf jeden Fall auf der Seite von FNAF. Poppy Playtime hat einen extrem ekelhaft aussehenden Grafikstil. Natürlich Hagiwagi und sein Fell extrem beeindruckend. Sieht sehr gut aus. Allerdings, wenn wir von FNAF reden, haben wir ein sehr gut wiederzuerkennendes Spiel mit sehr eigenem Stil. Denn so diese Gruseligkeit dieser Animatronics, das kommt davon, wie die aufgebaut sind und wie die animiert sind. Das ist sehr gut gemacht in FNAF. Außerdem haben wir halt Giganten wie Security Breach darin und halt auch Sister Location, die extrem gut aussehen. Besonders auf den richtigen PCs mit der richtigen Grafikeinstellung. Poppy Playtime hat nichts in der Reihe, was annähernd daran kommt. Die Spiele sehen alle okay aus. Allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, kommen die nicht an die Giganten ran in der FNAF-Reihe. Auch der erste Teil sah schon sehr eigen aus. Der sah speziell aus. Der sah unterschieden von anderen Spielen aus. Das kann ich von Poppy Playtime nicht behaupten. Deswegen geht auf jeden Fall der Grafikpunkt an FNAF. Glitches. Glitches ist so ein Thema. Ihr solltet euer Scheißspiel nicht rausbringen, wenn es noch Glitches hat oder zu viele Glitches hat. Leider machen sowohl die FNAF-Serie als auch die Poppy Playtime-Entwickler das. Deswegen ist Glitches wieder so ein Punkt, den ich komplett leicht vergeben werde. Es gab zum Beispiel in Poppy Playtime Chapter 2 einfach eine Wand, wo du durchgehen konntest. Wie passiert sowas? Außerdem müssen wir gar nicht von Project Playtime reden. Ist zwar nur eine Playable Alpha oder so, deswegen zählt das noch nicht meiner Meinung nach. Allerdings trotzdem, das Spiel ist voll mit Glitchen, denn ganz ehrlich, wenn ihr schon kaufbare Objekte reintut, dann solltet ihr das Spiel erstmal in einen funktionierenden Status bringen.
Deswegen betrachte ich jetzt auch Project Playtime mal jetzt in diesem Kontext. Außerdem haben wir natürlich auch auf der anderen Seite da FNAF Security Breach, was komplett verglitscht war und einfach ein Vollpreistitel war mit 40 Euro. What the fuck? Also teilweise konnten Leute das nicht spielen, die sind festgehangen, durch Boden geglitscht. Ich hatte extrem viele Glitches, bei mir sind Charaktere zweimal gekommen. Ich hatte Sequenzen gebrochen und deswegen muss ich einfach sagen, der Glitchpunkt geht ja an beide. Also sowohl Project Playtime als auch FNAF Security Breach waren auf einem selben Level verglitscht und dumm. Allerdings ist das eine der Alpha und das andere nicht. Trotzdem gebe ich ihn mal an beide. Charaktere. Okay, Leute. Der Punkt der Charaktere ist ein ganz spezieller. Welche Charaktere hat Poppy Playtime, die cooler sind als die von FNAF? Wir haben bei FNAF William F. Wir haben Henry Emily. Wir haben auch so jemanden wie Michael F. Sehr tiefe Charaktere mit super Backstory, mit super viel drumherum. Dann haben wir auf der Poppy Playtime Serie natürlich den Ersteller von Playtime Co., was ein extrem cooler Typ war. Also cool ist jetzt relativ, er hat Versuche an Menschen gemacht, allerdings, was einen sehr guten Hintergrundcharakter hat. Allerdings alles viel, viel simpler als bei FNAF. Und besonders halt einfach die ganzen unterschiedlichen Charaktere sind nicht so cool wie die bei FNAF. Ich meine, Huggy Wuggy ist super. Ich mag Huggy Wuggy. Ich mag auch Mami Longlegs. Ich mag auch Bugsy Boo. Und auch hier die Puppy, die Puppeteer, ne? Puppy. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die OG FNAF Animatronics cooler aussehen. Wir haben die Glamrock Animatronics, die krasser aussehen. Die normalen FNAF Animatronics sind gruseliger, die Glamrocks sind cooler. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben bessere Hintergrundcharaktere mit William Afton und wir haben besser designte Gegner. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, der Punkt geht auf jeden Fall an FNAF mit Charakteren, weil die FNAF-Charaktere sind deutlich besser erinnerbar oder besser ersichtlich. Deswegen, ja, fällt da hier mal eine Entscheidung. Merch. Holy shit, Leute. Merch. Also, FNAF hat Bücher, Figuren, Plüschtiere, verdammte Sonnenbrillen. Ich meine, ich habe ein paar coole Merch-Videos gemacht. Guckt sie euch auf jeden Fall an. Sind unnormal lustig. Allerdings, was hat sowas wie Poppy Playtimes? Poppy Playtime hat Huggy Wuggy. Und deswegen kriegen die auch den Punkt. Ich konnte nirgendwo zu einer gewissen Zeit in der Welt sein, ohne scheiß Huggy Wuggy zu sehen. Ich habe nämlich mal Europa ein bisschen durchreist und war jetzt in Belgien und in den Niederlanden. Und an jedem scheiß Kiosk ist ein scheiß Huggy Wuggy gewesen. Sorry, aber sowas hatte ich nicht mit FNAF. Natürlich sind das Bootleg-Content und Bootleg-Scheiß-Spielzeuge, die einfach nicht richtig funktionieren. Aber trotzdem hat Huggy Wuggy den gesamten Weltmarkt, oder den europäischen zumindest, so erobert, dass ich überall irgendwelche abgefuckten Huggy Wuggys gesehen habe. Eine abgefuckte Huggy Wuggy-Blube, einen abgefuckten Rainbow-Huggy Wuggy, einen gigantischen Huggy Wuggy, überall. Du konntest dir nicht entkommen. Und deswegen ist der Punkt sowas von bei Poppy Playtime. Nun haben wir am Ende nochmal Special Points. Und da geht ein Punkt auf jeden Fall an Poppy Playtime für Multiplayer. Das ist awesome. Ein zweiter Punkt geht an Poppy Playtime für das erste Game, was halt free ist inzwischen. Nun kriegt natürlich FNAF auch noch einen Punkt für so viele Free Games, die es gibt. Ich meine, FNAF World ist free, FNAF 6 ist free, also absolut awesome. Außerdem würde ich sogar der FNAF-Serie, wenn ihr jetzt auf nur eine Serie von den beiden spielen könnt, einen extra Special Punkt geben. Dafür einfach, dass es so viele Fangames gibt und Scott Cawthon so ein korrekter Typ ist, dass er einfach die Fangame-Leute noch unterstützt. Dementsprechend haben wir am Ende einen Score von 7-6 für FNAF. Editor, bitte zähl das nochmal nach. Ich vertraue meiner Mathematikkunst nicht. Und ja, damit könnte man wohl abschließend sagen, dass zu diesem jetzigen Zeitpunkt, wo nur drei Poppy Playtime-Spiele draußen sind, FNAF eindeutig noch das bessere Spiel ist. Wie würdet ihr die Punkte vergeben? Schreibt doch mal in die Kommentare so eine kleine Liste von Punkten, wie ihr die vergeben würdet. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Oder ob ihr auf ein ähnliches Ergebnis wie ich kommt. In diesem Sinne, relaxing game, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao!